So, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe euch einen Teil 2 versprochen vom letzten Video und deswegen sprechen wir heute im Teil 2 über das Thema die Apokalypse in uns. Denn vielleicht erleben wir oft deshalb immer wieder Rückschläge, weil wir nicht den Gesetzen Gottes, den Gesetzen des Göttlichen, der Schöpfungsgesetze oder auch den universellen Gesetzen folgen. Und darum geht es heute. Und jetzt geht's los. Wenn wir nicht den Naturgesetzen folgen, wenn wir nicht innehalten und reflektieren, also unseren Geist nutzen, dann wird immer und immer wieder das gleiche Ergebnis dabei rauskommen. Denn nur durch unseren Geist können wir Macht, Intelligenz und vor allen Dingen Substanz erschaffen. Anders ausgedrückt, Wahrheit, Weisheit, Liebe im spirituellen Bereich. Und wenn wir das schöpferische System in uns entdecken, dann rufen wir uns wahre Herzenswünsche in Erinnerung. Wir geben dem Ideal, von dem ich im letzten Video gesprochen habe, eine Form. Und durch unseren Geist wird es zu Substanz. Dann erschaffen wir Realität. Das kann man auch als erfolgreich wünschen bezeichnen. Das ist meine oder eure persönliche Apokalypse im Positiven, eure Offenbarung, eure Entschleierung. Und dabei haben wir Möglichkeiten, Durchhaltevermögen zu zeigen, denn wir dürfen an nichts festhalten, als an unserem Ideal und der unumstößlichen Wahrheit dieser Gesetze. Wenn ein Baumeister zum Beispiel während seines Baus von seinem Ideal, seinen Plänen einfach abweicht, kann das unangenehme Folgen haben. Und wir sind der Baumeister unseres Ideals. Gibt ihr der Ungläubigkeit anderer keine Chance? Gebt den Ungläubigkeiten anderer keine Chance, von eurem Ideal abzuweichen. Denn von diesen Leuten gibt es jede Menge auf dieser Welt. Und die Wahrheit entzieht sich sowieso der Masse durch Ungläubigkeit. Und das sehen wir gerade jetzt in den aktuellen Geschehnissen auf dieser Welt, mehr denn je zuvor. Verfolgen wir also unsere Ideale am besten mit Hingabe und Liebe, denn dadurch hat sie Bestand. Fokussieren wir unser Bewusstsein auf unser Ideal. Alle anderen, vor allem alte und negative, sollten dabei keinen Platz finden und ausgeschlossen werden. Denn wenn wir das Licht suchen und dorthin möchten, müssen wir das Dunkel verlassen. Wenn wir unsere Reise von A nach B gehen wollen, dann müssen wir nun mal A verlassen. Sonst erreichen wir unser Ziel nicht, B. Ja, das klingt in Worten immer so einfach, ich weiß das. Und die globale Indoktrination, die Massenpsychose macht es nicht einfacher. Ja, aber alleine das Wissen darum, das schafft ja bereits schon ein Bewusstsein dafür. Und das ist schon der erste und wichtige Schritt. Das heißt ja so schön bei uns immer, Einsicht war schon immer der beste Weg zur Besserung. Ich würde das ein bisschen ändern, diesen Spruch, oder anders formulieren. Ich würde es nennen, Innensicht ist der perfekte Weg zum Göttlichen. Aber denken wir dran.
Der Wunsch muss immer im Einklang mit den schöpferischen Gesetzen stehen. Er darf nicht einem rein egoistischen Trieb entspringen, sondern zum Wohl aller sein und keinem anderen Schaden zufügen wollen. Also, er dient eurem Ideal, die mit Hingabe und Liebe verfolgt wird. Wenn wir uns selbst dabei als Söhne Gottes, als die Söhne des Göttlichen in Demut betrachten, dann gehören wir zu seiner Familie, zu seinem Haushalt, zu seinen Erben. Ein Sohn erfüllt das Ideal seines Vaters. Par par. Ein Knecht hingegen lebt im Mangel. Es gab vielleicht mal eine Zeit, in der die Menschen in vollem Bewusstsein ihres Erbteils von Gott waren. Das muss wohl lange her sein. Diesen Zustand könnte man auch als Himmel bezeichnen. Ja, so vielleicht in der voratlantischen, anfangs bis mittelatlantischen Zeit zum Beispiel. Leider haben wir Menschen von heute diese göttliche Gabe abgelegt, sodass sich heute wir unseres Erbteils uns gar nicht mehr bewusst sind. Doch was wir einmal zustande bringen konnten, bin ich überzeugt, das können wir auch wieder erlangen. Es gehört zum Prinzip des Lebens einfach dazu und all dessen, was darin existiert. Die Wissenschaft bestätigt nämlich mittlerweile immer mehr, dass alles im Universum feinstofflich ist, durch Schwingung, durch Resonanz geleitet wird. Wir können diese kosmische Urenergie, nennen wir sie mal so, wieder in Harmonie, also in einer vollkommenen Ordnung bringen, indem wir unser Denken und Handeln einfach danach ausrichten. Denn unser Geist erschafft die Substanz. Und man benötigt, in meinen Augen, keine jahrelangen Studien dafür, um das zu verstehen. Wir brauchen es nur annehmen in unserem Bewusstsein, dass diese Vibration existiert und auch uns durchflutet. Sie fließt durch uns, wissend, dass wir eins mit der schöpferischen Denksubstanz sind. Diese Kraft erschöpft nämlich niemals auf dieser Erde. Und je mehr wir sie anwenden, desto mehr strömt sie zurück. Also, um desto mehr werden wir aussenden. Ich habe in einigen apokryphen Schriften und in einer ganz besonders auch gefunden, wie Jesus gesagt hatte, dass es vierfach zurückkommt. Die Kraft, diese Schöpferkraft, Gott, die bleibt untätig, bis wir sie in uns aufnehmen und durch uns offenbaren. Das ist der Punkt. Durch uns geschieht die Offenbarung in uns. Und der heilige Tempel befindet sich damit auch in uns. Also seine Wohnstätte ist in uns. Also fangen wir doch vielleicht am besten gleich damit an. Wünscht euch irgendwas von Herzen. Vielleicht mal mit was Kleinem anfangen. Zum Beispiel einen Stock Basilikum. Ja? Mal sehen, wie schnell es Ihnen ergehen wird oder wie schnell es euch ergehen wird, bis ihr den kriegt. Oder ihr fahrt in die Stadt und wünscht euch im Vorab einen Parkplatz. Das funktioniert wirklich, ihr Lieben. Ja, ihr werdet überrascht sein, wie gut das funktionieren kann. Im Prinzip ist es ja auch insoweit ein Gebet, weil es von Herzen kommt und die Schöpferquelle angezapft wird. Die Geschichtsschreiber machten aber aus den erleuchteten Charakteren mythologische. Die machten daraus mythologische Charaktere. Ihre Werke wurden zu Zerrbildern, häufige Auslegungen und Wiederholungen. Und ihre Taten werden als übernatürlich betrachtet, ohne einzusehen, dass diese einer göttlichen Natur entspringen, die auch wir in uns tragen. Aus den Sendboten des Göttlichen wurden Idole gemacht, statt das Ideal dahinter zu verkünden. Jesus machte sich nach meinem Wissensstand und alten Überlieferungen mit den Lehren des Pharao Tod und Osiris auch vertraut. Er soll sogar von einem Nachfahren von Pharao Tod unterrichtet worden sein. Naja, ich möchte hinzufügen, dass Osiris aus Atlantis stammt, nur mal so nebenbei. Und wer die Werke von Jesus, Buddha, Osiris und Tod studiert hat, der wird feststellen müssen, dass diese sich nicht nur ähneln, sondern unfassbar viele Gemeinsamkeiten aufweisen, bis hin zur Formulierung sogar vieler Sätze. Sie machen die gleichen Erfahrungen und lernten die gleichen Lehren. In Bezug dessen könnte man unseren Körper auch als Art Generator bezeichnen. Also wir senden Energie aus. Und wer gegen diese schöpferische Energie in sich arbeitet, der wird wahrscheinlich Schaden erleiden. Wenn wir nicht im Einklang mit den Schöpferkräften stehen, können wir Krankheiten entwickeln. Krankheiten sind etwas Menschengemachtes. Und diese Resonanz in uns ist aber reines Leben. Eine Abtrennung von dieser Energie führt damit unweigerlich zur Disharmonie. Und es gibt im Universum keine disharmonischen Schwingungen. Außer der Mensch erzeugt diese.
Falls euch jemand also disharmonische und zerstörerische Energien entgegenbringt, ihr jedoch hochschwingend seid, dann kann diese Energie euch nichts anhaben. Im Gegenteil, die dadurch erzeugte Resonanz geht zum Absender zurück und schadet ihm nur selbst. Und das könnte man auch als unser persönliches Schutzschild betrachten, euren Reflektor, das Schutzschild Gottes. Und diese Energie bündelt sich in den uns bekannten Chakren, den 7 Energiezentren in unserem Körper. Wenn euch also jemand Schaden zufügen möchte und ihr aber diese universelle Schöpferenergie entgegenbringt, das hat Jesus gemeint mit Liebe entgegenbringen oder die Backe hinhalten. Er bringt ihm einfach Schöpferenergie entgegen und geht nicht auf sein Niveau. Dann hat er nämlich 2 Möglichkeiten. Entweder derjenige, bei dem es reflektiert wird von euch, kann das annehmen und sein Verhalten ändern oder in den Widerstand gehen. Und der Widerstand zum schöpferischen Prinzip fordert dieses Prinzip heraus und das führt zu letztlich nur eigenem Leid. Jede Energie, die man selbst aussendet, kommt in bis zu 4-facher Kraft, wie ich gesagt habe, auf uns zurück. So steht es geschrieben. Und deshalb sollten wir ständig unsere Gedanken und Emotionen wahrnehmen und uns fragen dürfen, ob diese im Einklang mit dem Positiven sind. Leider Gottes leben wir ja in einer Zeit, in der, wenn jemand Gefühle zeigt, sich oft beschämt fühlt. Sich beschämt, seiner Gefühle zu zeigen. Das ist natürlich traurig, sehr traurig. Ja? Weil es herrscht leider immer noch sehr viel Antipathie. Ja? Selbst die Medizin handelt antipathisch und nicht sympathisch oder empathisch. Die Schulmedizin zumindest. Ihr Lieben, die Wahrheit, wie gesagt, entzieht sich der Masse der Menschen durch die Ungläubigkeit. Sie tun es als geheimnisvoll ab, als übernatürlich und entwickeln Misstrauen. Und das wird dazu führen, dass sie in die Irre geführt werden. Man könnte also folglich feststellen, dass wenn wir denen, die uns Schaden zufügen wollen, Liebe entgegenbringen, die von uns ausgelöste Energie auf sie selbst zurückfällt. Und da sind wir bei der Macht des gesprochenen Wortes. Habt ihr schon mal vom Begriff der Quabalistik gehört? Jedes gesprochene Wort erzeugt eine Realität, und zwar eine neue Realität. Wenn wir einen guten Freund beschimpfen, erzeugen wir in Millisekunden eine völlig neue Wahrnehmung, eine neue Realität eurer Beziehung zu diesem Menschen. Also achten wir auf unsere Worte, denn diese erschaffen neue Realitäten. Ob diese neue Realität positiv oder negativ ist, das hängt letztlich davon ab, wie wir mit der Situation und unserem Gegenüber umgehen. Was den einen trifft, lässt den anderen kalt. Das hat was mit Erfahrungswerte und individuellem Wesen zu tun. Es gibt bei jedem von uns ganz bestimmte Knöpfe. Wenn die gedrückt werden, in ein Unwohlsein in uns hervorrufen, Emotionen erzeugen. Nun dürfen wir uns fragen, warum diese Emotion erzeugt wurde, was es in uns auslöst, und wir dürfen frei entscheiden, wie wir damit umgehen. Eigentlich wunderbar. Wir haben die Wahl. Der freie Wille des Menschen ist unantastbar. Und deswegen dürfen wir uns fragen, ob wir uns von unseren Emotionen beherrschen lassen wollen oder ob wir der Herr über unsere Emotionen sind. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ich schließe mich da nicht aus. Aber allein das Bewusstsein dafür zu schaffen, schafft bereits Abhilfe, weil man sich immer wieder dessen bewusst wird, sich es bewusst macht und es von Mal zu Mal wesentlich besser wird. Also, einfach mal tief durchatmen und seine Worte vorher weise wählen, hilft dabei zu differenzieren, ob unser Ego vielleicht zu sehr im Vordergrund stand und die Dinge vielleicht mal anders anzugehen. Nein, nehmen wir mal ein Beispiel, es nennt euch irgendein Freund als Depp. Dann könntet ihr entweder in eine Emotion gehen und ihn beschimpfen oder ihr könntet in die Gegenfrage gehen, wie er denn darauf kommt. Im Gespräch wird man oftmals feststellen können, dass die Dinge meist nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden.
sodass es sich zum Beispiel auch an einem Missverständnis handeln kann oder sich als Gerücht enttarnt. Und falls nicht, hat man immer noch die Möglichkeit, um Verzeihung zu bitten, da sich derjenige, der das gesagt hat, der Tragweite seines Handelns oder der Worte nicht bewusst war. Und somit hat auch das Gegenüber eine Emotion ausgelöst bekommen und er wurde getriggert. Und wenn auch sehr sich seiner Emotion bewusst ist, die ihn überkam, dann wird er ebenso vielleicht um Verzeihung bitten und den Deppen von Herzen zurücknehmen. Ich weiß, ich erzähle ihr nichts Neues. Aber wir dürfen uns diese Grundlagen eines erfolgreichen Miteinanders, eines Lebensprinzips immer wieder gerne vor Augen führen. Da wir in dieser gespaltenen Gesellschaft, und deswegen wollte ich das kurz ansprechen, tagtäglich auf gegensätzliches Verhalten treffen und immer wieder Gefahr laufen, in diese Falle der alten Verhaltensmuster zu laufen. Das sehe ich auch bei manchen Bemerkungen oder manchen Kommentaren unter meinen Videos. Diese Menschen haben es noch nicht verstanden. Wähle deine Worte weise. Deine Rechte hören da auf, wo du die Rechte anderer verletzt. Und an der Stelle zum Abschluss möchte ich euch eine kleine Stelle, einen Auszug aus den 12 Smaragdtafeln des Pharao Tod zitieren. Und die könnt ihr gerne auf euch wirken lassen. Ich liebe diese Seite. Zitat Anfang. Sei du nicht stolz, o Mensch, in deiner Weisheit führe einen Diskurs mit sowohl dem Ignoranten als auch mit dem Weisen. Wenn einer voll des Wissens zu dir kommt, hör zu und gib Acht, denn Weisheit ist alles. Rufe du keine Angst hervor, denn Angst ist ein Zwang, eine Fessel, die die Dunkelheit an die Menschen bindet. Wenn du Reichtümer errungen hast, folge du deinem Herzen, denn all diese sind ohne Nutzen, wenn sich dein Herz ermüdet. Reduziere du nicht die Zeit beim Folgen deines Herzens. Es wird von der Seele verabscheut. Verloren sind die, die keinen geradlinigen Pfad finden. Wenn du unter die Menschen gehst, erzeuge für dich Liebe, der Anfang und das Ende des Herzens. Wenn einer um Rat zu bitten zu dir kommt, lass ihn frei sprechen, dass die Angelegenheit, weshalb er zu dir gekommen ist, erledigt werden möge. Wenn er zögert, um dir gegenüber sein Herz zu öffnen, ist es, weil du, der Richter, das Falsche tust. Und das finde ich jetzt ganz spannend. Wiederhole du weder ein überspanntes Sprechen, noch höre du darauf, dass es die Äußerung von einem ist, der nicht im Gleichgewicht ist. Sprich du nicht darüber, sodass es vor dir Weisheit erkennen mag. Stille ist von großem Gewinn. Ein Überschwang an Sprechen bringt nichts ein. Wenn du es anstrebst, den Charakter eines Freundes zu erkennen, frage nicht seinen Gefährten, sondern verbringe eine Zeit mit ihm allein. Debattiere mit ihm, prüfe sein Herz mittels seiner Worte und seinem Verhalten. Und das ist interessant auch für die heutige Zeit. Wissen wird vom Narren als Unwissenheit abgetan. Und die Dinge, die profitabel sind, sind für ihn schmerzlich. Er lebt den Tod, er lebt in Tod. Demzufolge ist es seine Nahrung. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Der weise Mensch lässt sein Herz überquellen, hält aber seinen Mund ruhig. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wieder eine wunderschöne Woche. Hoffe, dass der Teil 2 euch gut gefallen hat. Ich weiß, ich erzähle nichts Neues, aber ich fasse die Dinge einfach mal zusammen. Durch viele verschiedene Bücher und Schriften, die ich gelesen habe, und bringe einfach eine kleine Essenz dessen rüber, sodass wir durch die Zeit, die wir jetzt erleben, gut durchkommen. Denn das Entscheidende, und das soll auch die Botschaft meiner Videos sein, ist nicht dieser Angstporno, der da draußen läuft, und noch mehr Telegram- und WhatsApp-Kanäle mit Horrorbotschaften, wie schlimm doch alles ist im Moment, sondern genau das Gegenteil zu transportieren.
und damit wieder in das Positive zu kommen. Denn nur wenn wir in das Positive kommen, und zwar im Kollektiv, dann können wir den ganzen Spaß ganz schnell hinter uns bringen. Seid gesegnet und eine schöne Woche. Tschüss.